Hey, meine Guys und Girls und hallo lieber Fridolin. Ich würde dich jetzt gerne Fridolin nennen und nicht mehr Florian. Ich heiße euch ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Overlord 2. Ja, endlich die nächste Aufnahmesession ist am Start. Und die möchte ich erstmal damit beginnen, erstmal jemanden zu grüßen, der mich quasi mal in einem der letzten Livestreams mal kurz gejoint ist. Und ja, er wollte mal gegrüßt werden, also there you go. Du seist hiermit gegrüßt und der Rote hat sich einen sehr guten Ort ausgesucht. Sehr gut hast du es gemacht. Ruhe in Frieden, Rot. Der wird früher oder später sterben. Qualvoll sterben. So, wie viel haben wir jetzt von welchen? Ja, das ist in Ordnung so. Ja, und wir sind ja jetzt hier wieder back in der Ödnis und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Overlord 2. Und wir sind hier in der Ödnis, einem wirklich sehr interessanten Territorium bisher, wo wir mit Hilfe der blauen Schergen diese blaue Grütze entfernen können. Und hier befinden sich ja die alten Turmruinen vom alten Overlord. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir davon noch ein bisschen mehr finden können. Aber erstmal ist hier Zugang verweigert, Mann. Du kannst hier nicht durch. Aber da oben, da sieht man doch schon mal ein bisschen was auf uns. Aber komm, wir spoilern uns mal nicht zu sehr. Ja, das ist ja auch ein bisschen blöd. Wir wollen doch noch sehen, was so auf uns kommt. Also machen wir das doch auch mal so. Und ja, auch wenn wir hier ein bisschen Schaden nehmen, ich würde trotzdem einfach Full Charge hier durchgehen. Ohne auch nur ein bisschen anzuhalten. Auch wenn wir ein bisschen Schaden kriegen. Das halten wir ja schon aus. Wir haben ja nicht umsonst so viele Ressourcen hinein verschwendet. Um halt eben, ja, schön unsere neue Rüstung uns zu holen. Ja, vor einigen Parts. Und ich möchte ja noch bald noch mehr Rüstung haben. So. Hier ist auf jeden Fall einiges an Gold auf dem Boden versteckt. Und ich weiß nicht, ob das irgendwas hilft, den Dingern zu helfen. Den Dingern zu helfen hier. Was wollte ich denn jetzt wieder sagen? Ich weiß es wieder nicht. Egal. Den Elfen zu helfen. Oh, muss man doch direkt wieder hier an Cosmo und Wanda denken. Die helfenden Elfen. Ach, das war mal eine schöne Serie. Bis auf, dass sie irgendwann mal komplett neue Charaktere eingebaut haben und alles verkackt haben, ja. Und einfach die Charaktere total unnötig waren. So, wo muss ich denn jetzt überhaupt hier hin? Ich habe absolut keine... Wow. Ich habe absolut keine Orientierung mehr. Kommt einfach durch hier. Ich möchte hier nicht mehr kämpfen. Jetzt mal aber schon wieder hier. Oh Gott. Okay. Wisst ihr was? Ich werde einfach mal schön meine Druckwelle entzünden. Bam! Oh, ja, RIP an die. Ja, wollte gerade sagen. RIP an die. Aber egal, dann schlitze ich den einfach auf und bekomme wieder ein bisschen Magie zurück. Wo muss ich denn jetzt hier überhaupt hin? Ich bin hier völlig lost. Also uns fehlen noch Volk Florian, um die Turmherzfragmente zu finden. Ja, habe ich gemacht. Ich stand direkt vor ihm, aber irgendwie, naja, er hat auch nicht mehr weiter gewusst. Hier geht es auch nirgendwo mehr weiter auf the map. Ja, 10 von 12 haben wir. Florian! Jetzt komm hier mal ran, Kollege. Ich möchte gerne weiterkommen. Aber erstmal wieder aufheilen hier, komm. Hier kriegt man doch schon gut aufs Mäulchen von den Viechern. Also da kriegt man schon ziemlich guten Damage. Und ich weiß, man kann das verhindern lassen, indem man ein bisschen langsam läuft, aber hey, egal jetzt, egal. Was ich noch sagen wollte ist, vielen, vielen lieben Dank auch nochmal an alle Kommentarschreiber. Ich lese die mir sehr gerne durch. Vor allen Dingen, wenn sie noch so unterhaltsam geschrieben werden. So, jetzt, was denn los, Flo? Du sagst mir nichts. Warum nicht? Oh Gott, passt auf, Jungs. Was macht denn ihr? Ja, habt ihr jetzt davon. Ist das gleiche wie Rauchen so. Weil hier drin, da war ich ja schon. Mit den Grünen. Das habe ich mir geholt. Volk Florian, ja. Mache ich, aber er bewegt sich ja nicht mehr weiter. Ja, aber hier ist so viel Gold. Das ist eigentlich auch ganz geil. Ja gut, ich könnte das auch machen. Ja, das ist eigentlich auch eine gute Taktik. Einfach immer wieder so
Schergen einfach vorausschicken und die clearen uns dann den Path. Und meistens finden sie sogar was. Ja, dann mal weitermachen hier. Das ist sogar eigentlich eine sehr gute Taktik. Weil dann kriege ich sogar keinen Schaden. Ist das nicht geil? Und der Blaue macht erstmal... Oder ist hier irgendwas noch? Ich weiß es nicht. Also das steht ja, folgt dem lieben Flo, um weiterzukommen, aber... Ich stand jetzt direkt vor ihm und irgendwie hat er nichts gemacht. Hier geht es ja auch nicht weiter. Ich hoffe, ich habe nicht das Spiel verglitscht oder so, indem ich jetzt einfach das Territorium irgendwie verlassen habe. Das wäre jetzt echt ein bisschen bad. Sehr bad, um genau zu sein. You know I'm bad. I'm bad. You really gonna bad. Schlechte Michael Jackson-Referenz hier. Nee, jetzt mal ernsthaft. Wo zur Hölle soll es hier weitergehen? Ich denke mal halt eigentlich da an dem Tor, aber der Flo hat einfach keinen Bock zu kommen. Florian, Mensch, jetzt sag doch mal an hier. Soll ich dir einen kleinen Zauberschock geben, hm? Nee, der guckt hier einfach nur. Oder habe ich doch irgendwas da? Ich guck noch mal. Aber eigentlich habe ich das ja gesammelt, also... Das ist gerade seltsam, warum sich hier jetzt nichts tut. Und das große Feld habe ich ja auch schon erkundet. Ich bin gerade ein bisschen hilflos. Ach, da hinten. Ja, lol. Okay, sorry. Es war einfach mal wieder meine Unfähigkeit, gescheit zu glotzen. Aber die sind auch gut versteckt hier. Oh, ach, krass. Guck mal, das Feld hier, das bleibt ständig aktiv. Oh, ups. Entschuldigung. Sorry. Okay, ich schicke euch einzeln rein. Da können nur die Blauen lang und sonst niemand. So, sammelt noch ein bisschen mehr, wenn es geht. Ja, dann okay. Ich verstehe schon, das Spiel will es auch einen nicht zu einfach machen und hier einem alles schenken. Ist okay. Sorry, Flo, nichts gegen dich. So, dann, der kann einfach hier rüber spazieren, Mensch. Kannst du mir ein bisschen was von deiner Macht abgeben? Ja, stimmt, jetzt fällt mir gerade noch was ein, ne? Ich habe noch mal so ein bisschen über die Story von Overlord 2 noch mal nachgedacht. Auch wenn es jetzt storymäßig noch nicht so das große Abenteuer war. Aber wir haben ja so, ich sag mal so, zwei mysteriöse Personen bisher getroffen. Einmal ja diejenige, die jetzt mit uns diesen Friedenspakt schließen möchte. Obwohl wir ja zunächst noch ihr Heiligtum zerstört haben. Und dann diese mysteriöse Dame, die ja extra zu uns in den Turm gekommen ist. Uns den Eingang zur Ödnis uns beschert hat. Und uns gewarnt hat von wegen, ja, nutz nicht die Magie, nutz sie nicht, oh nein, don't do it. Wieso, warum, weshalb, hört auf damit, sonst passiert was Schlimmes. Aber, vergiss es. Danke, Flo. Mensch, der hat Kraft, ey. Kann einfach das Tor öffnen, ohne auch nur einen Handmuskel zu bewegen. Wirst du gleich mir noch was erzählen? Das sieht so aus, ne? So, als würde er jeden Moment was erzählen wollen, aber er macht es dann doch nicht. Und hier weitere Turmruinen. Boah, guck mal da oben. Da ist eines der Fundamente des Turms. Ey, den hat es echt komplett weggesprengt. Was zur Hölle ist hier passiert? Wieso diese Riesenexplosion? Ich befürchte halt eventuell fast schon, das könnte... Ja, es wurde erzählt, ja, der Meister ist in so eine infernale Untergrundswelt irgendwie gefallen. Und in Overlord 1, ja, ohne diese Erweiterung Racing Hell, hat mir am Ende einfach nur so eine Cutscene gesehen, wo, nach der Credits übrigens, wo ja dieser Hofnarr irgendwie so eine Riesenexplosion verursacht hat. Einfach so, warum auch immer, wieso, weshalb, warum, wurde nicht geklärt. Gnall hat einfach nur gesagt, das Böse findet immer einen Weg. Und dann war Spiel vorbei. Es war so ein bisschen so ein, was könnte da noch geschehen sein? Aber mehr ist halt nicht erläutert worden. Ich weiß halt nur so ein bisschen, auch wenn ich Racing Hell noch nicht kenne, dass, ja, dass es dort... Ja, irgendwas mit so Untergrundleveln gibt, aber das ist auch schon alles. Und guck mal, hier stehen sogar die Chimärenstatuen, die man sich in Overlord 1 in seinen Turm sich hat platzieren können. Das heißt, das hier war quasi dieser normale Hauptgang des Turmes, ey. Wie weit das alles weggeschleudert worden ist, ey. Genau, hier war quasi dieser Eingang, wo man sich dann hat teleportieren können. Ah, das ist schon cool, das hier zu sehen. Und hier halt die Überreste der Statue.
Ja, hier links und rechts. Ich laufe jetzt hier absichtlich langsam vorbei. Oh, und da unten, da wo ungefähr der Thronsaal war, ist das letzte Turmfragment. Das ist der letzte Teil. Nehmt ihn, damit wir in das Heiligtum zurückkehren können. Oh. Ja, man will es uns aber nicht so einfach machen. Ja, wobei die blauen... Oder können die... Die können ja wieder hier so Täuschungsversuch machen. Können die auch angreifen? Nee, nicht wirklich. Egal. Bleibt mal in der Gruppe. Okay. Meine Schergen, macht euch bereit zum Kämpfen. Und verstärken. Und Attacke. Los geht's. Wow, aber aufpassen. Oh mein Gott, das stoßt hier die Sache aus. Das ist nicht so gut. Ich stürze dich mit auf die Schlacht. Verdammt, die Roten sind zu weit weg. Nein, nicht das anvisieren. Ich möchte das hier anvisiert haben. Jawohl, feuert. Oh, Vorsicht. Ich glaube, der holt aus, ja, zu seinem Säurestrahl. Aber das ist so geil, wie lange der Zauber anhält. Das ist schon geil, oh. So, und jetzt verprügeln wir dich. Was? Zurück. Oh mein Gott, das war nicht gut. Nicht schlecht, Geißel der Natur. Gehen wir weiter. Sehr gut. So, schnell alles wiederbeleben, was ihr könnt. Moment, Flo, ich muss kurz notoperieren. Tada! Ritualstanz, so. Sehr schön. Huh. Gerade nochmal gut gegangen. Okay, dann sammeln wir es ein. Das letzte Turmfragment. Oh, scheiße. Wir sind umzingelt. Sie haben uns gefunden! Wir sind verloren! Verloren! Wir sind überhaupt nicht... Wow, mein Gott. Zurück, zurück. Ich werde einfach mal meinen Schockwellenzauber. Flieht. Achso, wir müssen fliehen. Okay. Was ist der elende Elf? Gnade! Gnade! Bitte habt Gnade! Wir brauchen keine Gnade, Elf. Wir haben Gerechtigkeit. In die Arena mit ihm! Nein! 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 Königin Freya! Rette mich! Rette mich! Kampf in der Arena. Immerhin erspart es euch die Arbeit, ihn zu töten. Rest in peace, meine Rote. Es tut mir leid. I have to feel the battle. Oh mein Gott. Da ist auch noch so ein Gigant. Woher kommen die überhaupt alle? Scheiße, falscher Weg. Uah! Okay, wo lang? Da, wo wir hergekommen sind, ganz klar, oder? Nein, scheiße, wo muss ich denn hin? Kann mir jemand das Tor öffnen? Muss ich irgendwas machen? Durchbrechen oder so? Nee. Scheiße, wo muss ich denn hin? Muss der Große irgendwas machen? Nee, der ist das Stunt. Shit. Hilfe? Wo muss ich hier hin? Also ich könnte meine Blauen durchschicken, ja, mit Täuschung versuchen so, aber... Ah, das ist jetzt scheiße. Der Große steht genau im Weg. Oh. Kommt der jetzt rum? Alter, voll gegen die Wand. Ja, ich könnte ihn vielleicht so anlocken. Hey, Großer! Haha, ausgewichen. Jetzt ist seitdem quasi gefühlt nichts abgezogen. Haha! Gedodged. Aber jetzt bin ich ein bisschen in der Klemme. Okay, schnell durch! Oh, ich habe mich irgendwie durchgemogelt. Jawohl. Schnell, alle! Schletzt euch durch! Los! Okay. Schnell durch. Kommt. Einfach durchschlitzen hier. Das wird schon. Wollte schon sagen, warum passiert hier nichts? Oh Gott. Sind wir safe? Dreht schneller, meine Blauen. Los! Sehr gut. Okay. Hier gibt's nichts mehr. Ihr seid den kaiserlichen Truppen entkommen. Ja, Gott sei Dank. Einfach durch. Zack. Jawohl. Jetzt. Ab da. Okay. Und die Blauen wieder voraus. So, wieder wie immer. Ein bisschen einfach voraussenden. Wollte schon sagen, wo bleibt die Action? Aber da ist sie schon. Oh mein Gott, Hilfe. Schnell. So, meine Schergen gehen voraus. Wir kämpfen hier nicht. Wir flüchten. Oh Mann, aber ehrlich. Wo bleibt denn jetzt die Königin? Hilft uns doch. Oh mein Gott. Hilfe. Ist das geil gemacht. Ja. Los, durch da. Ja. Alle kommen. Alter, ist das krass gemacht hier. Voll geil. Aber wo kommen die her? Einfach Urlaub gebucht hier auf Booking.com oder was?
Okay, die bekämpfen wir jetzt aber. Das sind nur so einzelne Patrouillen hier. Die können nichts. Okay, und hier runter. Wow, ui. Ja, die Schergen haben Spaß. Hey, Königin, wir haben das so ein Problem. Komm. Wir wurden gerade von den Kaiserlichen fast angegriffen. Ich weiß gerade nicht, was genau mein Ziel ist, aber wir gehen mal einfach zu ihr hin. Ich glaube, das ist so ziemlich das Beste, was wir jetzt machen können. Okay, das war wieder geil inszeniert. Overlord 2, du hast mich wieder gecatcht. Königin? Oh. Wo ist sie hin? Ah, das letzte Heiligtum, oder? Aha, und das sieht so ähnlich aus wie das, was wir schon aus Nordberg gesehen haben. Oder ist es sogar ein und dasselbe? Wir wissen es nicht. Es sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Wenn nicht sogar Copy und Paste. Ah, so schön friedlich. Da vorne ist wieder einer der Kugeln. Hallo? Ich komme in Frieden, auch wenn ich nicht so aussehe. Hi. Ach, guck mal, wie schön das doch mal auch sein kann, wenn man mal friedlich zueinander steht. Ne? Ich lasse euch auch all eure Guthaben jetzt einfach, ne? Euch übrig. Wir sind doch jetzt Freunde. Lass uns umarmen, Knutscherchen verpassen. Ist doch alles schön. Ich habe das Artefakt zusammengesetzt. Aber es verfügt nur über wenig Energie. Das Kaiserreich versucht, in das letzte Heiligtum einzudringen. Und von dort in euer Reich. Was? Wenn ihr sicher seid, dass ihr damit den entscheidenden Schlag gegen Solarius führen könnt, dürft ihr es mit der Energie aus meinen 4 Schreinen in den unteren Höhlen aufladen. Leider bedeutet dies den Tod der Wesen, die dort leben. Wow, zum Glück lebe ich nicht in ihrem Land. Alter, was zur Hölle? Im Krieg müssen schwere Entscheidungen getroffen werden. Hoffentlich leiden sie nicht zu lange. Ich hoffe, dieses Objekt ist Florians Leben wert. Seine Zeit auf dieser Welt geht zu Ende. Ganz besonders, wenn er in Solarius Arena geschickt wird. Der Arme, er ist doch so nett. Ja, war aber wirklich. Beeilt euch! Sie werden bald durchbrechen. Begebt euch in die Tiefen des Heiligtums. Ladet das Turmherz an den Schrein auf. Ach, das ist... Ah, wie geil. Ich wollte gerade sagen, irgendwie... Das kommt mir doch so bekannt vor, aber ich bin nicht drauf gekommen. Aber klar, das ist das Turmherz, wie wir es aus Overlord 1 kennen. Und wie schön das immer noch aussieht. Auch wenn es ziemlich Copy and Paste wirkt, aber die Wasserfälle, die Effekte, wie das hier einfach alles aussieht. Das ist so toll. Oh Mann, ey, was für eine actiongeladene Folge jetzt doch noch am Ende. Aber Gott sei Dank. Und wie nett sie doch ist, ne, jetzt auf einmal so. Wir haben ihr Heiligtum zerstört und sie so, ah, jetzt brauchen wir alles und ich werde sogar meine Wesen für euch opfern, nur dass ihr die Kaiserlichen zerschlagt. Ja, was ich nämlich sagen wollte ist, nicht, dass sie uns hintergeht und sich noch an unseren Mächten sich bedienen möchte, diese Königin. Hat die eigentlich noch einen Namen gehabt? Ich weiß es nicht. Und Arme Flo, rest in peace. Oder können wir noch retten? Wir wissen es nicht. So, ich weiß aber nur eins. Ich glaube, wir müssen das Ding jetzt ständig mit uns führen. Können da noch mehr ran? Ne, 5 ist wirklich Maximum. Ihr geht mal voraus. Ich habe gehört, ihr habt so eine Navigations-App in euren Gehirn eingespeichert. Also, geht mal voraus. Ach, ihr wollt daher. Okay, ja. Ne, dann... Dann einfach mal mitkommen. Ich folge euch oder führe euch hinfort. Ihr weißt ja nicht. Müssen wir das hier hintragen? Wieso wollen die das wieder zurücktragen? Weil unser Ziel ist ja da unten, ne? Ja. Ladet das Turmherz an den Schreinen wieder auf. Ich weiß nicht, wieso die das jetzt wieder hier hochbringen wollen. Ich lasse ihn mal... Oder... Ach so, die... ich bin ja auch so ein Trottel, ne? So ein Obertrottel. Die folgen mir natürlich. Hallo. Ich bin der Pappe Overlord. Die Schergen müssen stets dem Ruf des Overlords folgen. Mensch, Mensch, Mensch. Aber hey, schöne Statuen. Schöne Gebilde. Von der netten Dame. Ja, jetzt auf einmal ist es so nett. Oh, Amethyst, kann ich den haben? Oh, ups. Entschuldigung, ich wollte nur diesen Amethysten ein bisschen mit meinem Magieschwert bearbeiten. Komisch, weiß nicht, wieso ich mich jetzt gerade so oft räuspern musste. So, noch mehr braune. Wie viel rote habe ich? Ja, da brauche ich auf jeden Fall mehr. Also gib mir mehr rote. There you go.
So, wie viel blaue habe ich? Da könnte ich ein paar abgeben. Wie wäre es mit so 2 Stück? Und dann holen wir uns wieder 2 rote. Und dann passt es wieder. So. Habe ich immer eine Lieblingskombo aus Overlord 2. Okay, ihr könnt mal ganz kurz loslassen. Ich möchte mich hier mit Vergnügen umsehen in diesem wirklich schönen, schönen Heiligtum. Ja, und bevor jetzt dieser... Oh ja, hier werde ich den Part beenden. So, sorry, ich muss kurz das Kissen loswerden. So, hier werde ich mich mal kurz hinschälen, euch kurz eine Frage stellen. Was war denn so bisher von den Momenten aus Overlord 2 denn so euer Lieblingsmoment von dem, was wir bisher in diesem Let's Play Projekt gesehen haben? Also das ist keine Frage, wo ihr dann mir antwortet so von zukünftigen Ereignissen, die noch kommen werden in Overlord 2 und die ihr mir dann einfach reinschreibt. Bitte tut das nicht, bitte keine Spoiler oder sonstiges. Das würde ich richtig hassen. Ich möchte das hier weiterhin schön alles blind miterleben, ja. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, noch nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann nur Theorien aufstellen. Deswegen die Frage von dem, was ihr hier genauso wie ich hier bisher gesehen habt. Was war so euer Favoritmoment? Meiner war auf jeden Fall die Arena. Das dürfte wohl klar sein. Ja, und mit diesem Anblick und mit diesen richtig bequemen Betten lege ich mich als Overlord hier kurz hin. Das Böse muss mal auch kurz ruhen. Und wir sehen uns allesamt wieder im nächsten Part, meine Gassen Girls. Also, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und dann wünsche ich euch einen wunderbösen Tag. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann und ciao!